Herzlich willkommen zu Part 2 von Phoenix Wright Blind Ace Attorney. Heißt wahrscheinlich eigentlich nicht so. Egal. Ja, genau. Und im letzten Part haben wir eigentlich nur unseren Hauptcharakter kennengelernt und festgestellt, dass auf Franks Tage bei der Aussage zum Fundzeitpunkt eben gelogen hat, weswegen er jetzt noch eine Aussage tätigen will. Sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Deshalb dachte ich, es sei 13 Uhr. Das Missverständnis tut mir furchtbar leid. Ich verstehe. Sie hörten eine Stimme, die in einem aufgezeichneten Programm die Uhrzeit ansagte. Herr Wright, Sie können den Zeugen nun ins Kreuzverhör nehmen. Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich weiß. Sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Sie sagten, hörte, nicht sah. Ja, hörte. Alles, was ich sah, war die Leiche am Boden. Ich dachte nicht daran, woanders hinzusehen. Am wenigsten auf meine Uhr. Ist das nicht etwas merkwürdig? Sie sagen also, dass Sie etwas hörten. Hätte Sie die Leiche wirklich so erschreckt, hätten Sie gar nichts gehört. Der Zeuge sagte, er hätte die Uhrzeit gehört. Es ist absurd anzunehmen, er hätte gar nichts gehört. Ich muss der Anklage zustimmen. Zeuge, fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Sind Sie sicher, dass es ein Fernseher war und kein Radio? Nun, nein, es könnte ebenso ein Radio gewesen sein. Zufällig gab es dort kein Radio. Es gab nur einen großen Fernseher. Right. Ich würde zwar nicht drauf wetten, aber irgendetwas stimmt doch nicht. Irgendetwas mit dem Hören des Fernsehers. Deswegen hat er ausgesagt, er hat die Uhrzeit gehört. Ey, aber das war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Also, Maya, dass da irgendwas fischig dran ist, habe ich auch selbst erkannt, wenn es keinen Strom gibt. Und er sagt, er hat einen Fernseher gehört. Ja, aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Wie erklären Sie sich den Zeitunterschied? Nun, Herr Zeuge, wie erklären Sie sich das? Das Opfer muss man eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Ein Video? Ja, das würde erklären, warum die Uhrzeit. Ja, das würde erklären. Ja, das würde erklären, warum die Uhrzeit falsch war. Richtig, das stimmt. Weit. Ich glaube, das Problem liegt woanders. Gut, Sie haben die Uhrzeit im Tatort also gehört. Deshalb dachte ich seit 13 Uhr. Also, es muss ja quasi das sein, weil Fernseher und Strom irgendwie zusammengehören. Warten Sie. Die Anklage hat gesagt, es gab einen Stromausfall, als die Leiche entdeckt wurde. Und dieses Protokoll beweist es. Sie hätten weder einen Fernseher noch ein Video hören können. Ach, ja, nun irre. Die Verteidigung hat recht. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Savit? Nein, ich finde es auch höchst seltsam. Wirklich. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Herr Savit, das Gericht hätte gerne von. Herr Savit, das Gericht hätte gerne von Anfang an eine wahrheitsgemäße Aussage. Diese ständigen Korrekturen schädigen Ihre Glaubwürdigkeit. Außerdem wirken Sie ziemlich verwirrt. Es tut mir leid, Euer Ehren. Das muss wohl noch der Schock vom Fund der Leiche sein. Schon gut, Herr Savit. Dann wiederholen Sie bitte Ihre Aussage noch einmal. Zeugenaussage, die Uhrzeit hören. Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hatte damit das Opfer erschlagen. Was? Stopp, was? Die muss ich gesehen haben. Sehr. Sie haben die Uhr gesehen? Das würde es erklären. Die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Gern. Mordwaffe war aber was anderes.
Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Das scheint mir ein ziemlich verdächtiger Widerspruch zu sein. Oh, diese Musik ist genial. Ja, ich verstehe, dass Sie Ihre Zweifel haben. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich erst jetzt an die Tischuhr erinnert. Eine Tischuhr? Auf dem Tisch stand auch eine Uhr, nicht wahr? Eine Uhr auf dem Tisch? Es gab im Tatort eine Uhr? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. Die Mordwaffe? Ja, die Uhr, die als Waffe missbraucht wurde. Das habe ich doch gerade gesagt. Haben Sie mir an meiner Aussage geschlafen? Da stimmt etwas nicht. Das Spiel nimmt einen echt an die Hand. Die muss ich gesehen haben. Warum haben Sie das nicht gleich erzählt? Ich schätze, dass ich mich erst eben gerade erinnert habe. Ich könnte es mir selbst auch nicht ganz erklären. Deshalb hat gesagt, dass er die Uhr auf den Tisch gesehen hat. Ende. So, und jetzt. Wissen Sie, ich setze den Widerspruch. Warten Sie noch einen Moment. Die Mordwaffe war keine Uhr, sondern eine Statue. Oder sieht das hier etwa nach einer Uhr aus? Was? Sie mit Ihren Einsprüchen und Beweisen? Für wen halten Sie sich? Beantworten Sie einfach meine Frage, Herr Savit. Ich habe sie dort gesehen. Das ist eine Uhr. Euer Ehren, dürfte ich? Ja, Herr Payne. Wie der Zeuge bereits sagte, ist diese Statue eine Uhr. Am Genick ist ein Knopf. Drückt man ihn, hört man eine Zeitansage. Da sie nicht wie eine Uhr aussieht, habe ich sie als Statue vorgelegt. Mein Fehler. Ich verstehe. Die Mordwaffe war also eine Tischuhr. Nun, Herr Wald, es scheint, als hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt. Das ist eine Uhr. Haben Sie noch irgendwelche Einwände gegen die Aussage? Ja, unter anderem, wie er den Knopf gedrückt haben will, wenn er nicht im Zimmer war. Was er explizit gesagt hat und ausgedrückt hat und klar gemacht hat. Euer Ehren, da ist ein riesiger Widerspruch in der Aussage zu zeigen. Er hätte nur wissen können, dass es eine Uhr ist, hätte er sie in der Hand gehalten. Aber der Zeuge hat ausgesagt, dass er die Wohnung niemals betreten hat. Ein eindeutiger Widerspruch. In der Tat. Der Zeuge wusste, dass es sich um eine Uhr handelte, weil er das Opfer gekannt hat, müsste er nicht mehr sicher sein, dass er dann das weiß. Die Wohnung betreten hat. Sie lügen. Sie waren am Tag des Mordes in der Wohnung. Beweisen Sie es. Beweisen Sie, dass ich drin war. Ich beweise noch viel mehr. Ich beweise, dass Sie ermordet haben. Sie haben sie mit der Uhr erschlagen und dadurch, weil sie die Ansage ausgelöst. Das war es, was Sie gehört haben. Ruhe im Gerichtssaal. Interessant. Fahren Sie fort, Herr Wald. Ja, Euer Ehren. Herr Savit, die Ansage muss Ihnen ziemlich unter die Haut gefahren sein. Verständlich, denn die Mord versprach, als sie auf das Opfer einschlugen. Die Stimme hat sich in Ihr Gedächtnis eingebrannt. Darum waren Sie sich auch so sicher über die Uhrzeit. Was soll das heißen? Das ist ja noch bloß blanke Vermutung. Blank? Dann sehen Sie sich doch das Gesicht des Zeugen an. Würde der Zeuge das bitte erklären? Haben Sie das Opfer mit der Uhr geschlagen? Dieser Tag, ich, niemals! Sehen Sie, ich, die Uhr, ich irrte, nein, ich meine, ich sah, Danke. Klappe, ich hasse Sie! Er war's, ich weiß es, ich habe ihn gesehen! Er hat sie umgebracht und er soll brennen. Verurteilen Sie ihn zum Tode. Ruhe, ich sagte Ruhe im Gerichtssaal. Euer Ehren, einen Moment bitte. Für die Anschuldigung der Verteidigung gibt es keinerlei Beweise. Herr Wald. Euer Ehren, Sie behaupten, dass die Stimme, die der Zeuge hörte, von der Uhr kam. Haben Sie dafür Beweise?
Der ganze Fall hängt davon ab. Ich sollte jetzt lieber zweimal nachdenken. Ja, euer Ehren. So viel zu zweimal nachdenken. Die Stimme, die Herr Savid gehört hat, muss von dieser Uhr gekommen sein. Es ist eindeutig, wenn sie einfach... Die Batterien könnten noch in der Zwischenzeit geändert worden sein. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Die Nachbarn, wenn die sich nicht dran erinnern oder wenn die es nicht hören. Das Einzige, was irgendwie Sinn machen würde, wäre, dass die Uhr jetzt irgendwie 3 Stunden nachgeht. Vorgeht. Nachgeht. Meiner Meinung nach. Lassen Sie uns die Uhr benutzen. Hier vor Gericht. Euer Ehren, dürfte ich die Uhr haben? Ich bitte das Gericht, genau hinzuhören. Piep, ich denke, es ist 8.25 Uhr. Das ist eine merkwürdige Art, die Zeit anzusagen. Nun, schließlich handelt es sich um den Denker. So, wir haben die Uhr gehört. Was schließen Sie jetzt daraus, Herr Wald? Herr Payne, können Sie mir uns sagen, wie spät es ist? Es ist 11.25 Uhr. Ja. Das heißt, diese Uhr geht genau 3 Stunden nach. Exakt der Zeitabstand zwischen dem, was Herr Savid gehört hat, und der Todeszeit. Also, Herr Savid, nun versuchen Sie mal, sich da rauszureden. Sie haben eines vergessen. Wovon spricht er? Auch wenn die Uhr jetzt 3 Stunden nachgeht, beweist das gar nichts. Woher wollen Sie wissen, dass Sie am Tag des Mordes auch schon 3 Stunden nachgingen? Wenn Sie das nicht beweisen können, dann haben Sie nichts in der Hand. Er hat recht. Wie kann ich es beweisen? Verdammt, ich war so nah dran. Herr White, es scheint, als fehlt Ihnen der entscheidende Beweis, um die Behauptung zu bilden. Ja, euer Ehren. Das heißt, Sie dürfen den Zeugen nicht beschuldigen. Leider. Damit ist das Kreuzverhör von Herrn Frank Savid beendet. Ich komme den ganzen Weg her, um meine Aussage zu machen. Und muss mir so etwas anhören. Sie behandeln mich wie einen Kriminellen. Einen Kriminellen! Ihr Anwälte sind Abschaum. Ich hatte ihn fast. Tut mir leid, Leute. Ich habe versagt. Ich kann jetzt nichts mehr dran ändern. Nicht so voreilig, Herr Savid. Mir, ich meine Chefin. Hören Sie zu, Wald. Geben Sie nicht so schnell auf. Nicht so. Denken Sie nach. Aber Chefin, es ist vorbei. Ich kann nicht beweisen, dass die Uhr schon am Tag des Mordes nachging. Niemand kann das beweisen. Nun ja. Das heißt nicht, dass Sie nicht mehr gewinnen können. Lassen Sie sich was einfallen. Vergeuden Sie keine Zeit, die Fakten anzuzweifeln. Nehmen Sie an, die Uhr ging nach. Denken Sie es noch einmal durch. Sie müssen sich fragen, warum ging die Uhr 3 Stunden nach? Wenn Sie den Grund finden, haben Sie den Beweis. Alles klar, Leid? Fällt Ihnen ein, warum die Uhr 3 Stunden nachgehen könnte? Muss ja. Warten Sie. Vielleicht kann ich es beweisen. Sie müssen den Beweis irgendwo haben, Wald. Suchen Sie ihn und zeigen Sie ihn vor. Nun, Herr Wald, Sie behaupten, die Uhr ging bereits am Tag des Mordes nach. Haben Sie einen Beweis gefunden, der diese Behauptungen belegt? Einen Moment, ich mache mir gerade nur ein Safe State. Haben Sie einen Beweis gefunden, der diese Behauptung belegt? Aber sicher. In der Gerichtsakte gibt es einen Beweis, der meine Behauptung eindeutig belegt. Große Worte! Ich bin gespannt, wie Sie das schaffen wollen. Dann zeigen Sie uns den Beweis dafür, dass Sie Ihr nachgehen. Anwaltsmarke kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die hat nichts mit dem Fall zu tun. Der Autopsiebericht eigentlich nicht wirklich, weil... Der hatte ja schon mal was erklärt gehabt und der hatte auch insbesondere eigentlich nichts mit der Uhr zu tun, außer halt, dass die Statue die Uhr der Mörder war, die Mordwaffe war.
Die Statue. Die Uhr beweist, dass die Uhr nachging, macht irgendwie relativ wenig Sinn. Finde ich. Der Pass, den haben wir noch nicht benutzt. Vielleicht hilft das hier. Weil der Stromausfall. Wenn es eine Uhr mit Batterien ist, dann hat der Stromausfall damit nichts zu tun. Pass. Eventuell irgendeine Möglichkeit, an die ich gerade nicht denke. Hilfe. Statue. Wie schon gesagt, die Uhr weiß, dass sie es nicht ist. Ist irgendwie so eine Sache, die ich nicht so sehe. Der Autopsiebericht eigentlich halt auch nicht. Deswegen. Der Pass braucht noch eine Verwendung. Hilfe. Das Opfer war gerade am Tag vor dem Mord aus dem Ausland zurückgekehrt. Wie wir alle wissen, beträgt der Zeitunterschied zwischen hier und Paris 9 Stunden. Ach so. Moment, 9 Stunden? Ah, wenn es hier 16 Uhr ist, dann ist es dort 1 Uhr morgens. Die Uhr geht nicht 3 Stunden nach, sondern 9 Stunden vor. Das Opfer hatte seine Uhr nach seiner Rückkehr nicht umgestellt. Darum war die Uhrzeit, die sie gehörten, als sie sie in ihrer Wohnung erschlugen, falsch. Reicht das als Beweis für Sie, Herr Savit? Oder sollte ich Sie Herr Täter nennen? Du hättest alles sagen können und machst Herr Täter. Okay. Ruhe, Ruhe, habe ich gesagt. Da ist er einfach umgefallen, uff. Nun, dieser Fall hat sich anders entwickelt, als wir alle erwartet haben. Herr Payne, Ihr Mandant? Er wurde festgenommen und abgeführt, Euer Ehren. Sehr gut. Herr White? Ja, Euer Ehren. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe noch keinen erlebt, der eine Verteidigung so schnell abgeschlossen und gleichzeitig den wahren Täter entlarvt hat. Danke, Euer Ehren. An diesem Punkt, das ist nur eine Formalität, aber das Gericht befindet den Angeklagten Herrn Larry Putz für nicht schuldig. Okay, gut, never mind. Ich mein Programm spinnt gerade ein bisschen rum. Ich mache an der Stelle einen kurzen Cut und bin gleich wieder an der Stelle, wo ich gerade eben war. Erstmal hier wieder speichern. Nicht, dass das irgendwann wieder sagt, ich bin einmal weg und ich das wieder spielen muss. Dann ist die Verhandlung geschlossen. Es stellte sich heraus, dass Frank Savit ein gewöhnlicher Einbrecher war. Als Zeitungsverkäufer betarnt, beobachtete er, wann die Leute das Haus verließen. An jenem Tag. Als Larry zur Wohnung des Opfers ging, war dieses nicht zu Hause. Als er weg war, brach Savit ein, um seinem dreckigen Geschäft nachzugehen. Als er gerade die Wohnung durchsuchte, kehrte das Opfer zurück. Überrascht griff Herr Savit nach dem ersten Gegenstand, den er finden konnte. Und er schlug das Opfer. 3. August, 14.32 Uhr. Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 2. Ich kann auch immer nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Right, gute Arbeit da drin. Meinen Glückwunsch. Danke, Chefin. Ich habe alles Ihnen zu verdanken. Kein bisschen. Den Kampf da drin haben Sie ganz allein gewonnen. Also ganz darüber lässt sich streiten, aber ja. Es ist schon eine Weile her, seit eine Verhandlung so gut gelaufen ist. Ich habe die Chefin noch nie so glücklich gesehen. Wenn sie schon so froh ist, wie muss sich dann Larry dann erst fühlen? Mein Leben ist gelaufen. Larry, du solltest dich doch freuen. Was ist denn los mit dir? Ach, Nick. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich lieg sowieso bald unter der Erde. Gut, warte. Nein, ich meine schlecht, sehr schlecht. Wow. Larry, du bist unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Aber meine Cindy Windy ist fort, Mann. Für immer. Larry, sie war eine... Ach, vergiss es. Glückwunsch, Harry. Harry?
Ja, siehe, ich sehe schon jetzt die Schlagzeilen. Harry Butts unschuldig. Hey, danke, ich schulde Ihnen was. Das vergesse ich nie, das muss gefeiert werden. Abendessen, Kino, ich lade Sie ein. Sorry, die flirtet nur mit mir, was? Oh, nein, das geht nicht. Hey, ich war es, der dich da rausgeboxt hat. Oh, hey. Hier, bitte, ein Geschenk. Ein Geschenk? Für mich? Warten Sie, ist das nicht das Beweisstück, dass... Ich hatte die Uhr für Sie gemacht. Ich hatte eine für Sie und eine für mich gemacht. Wirklich? Sie? Sie haben die gemacht? Nun, danke. Ich behalte sie als Andenken. Ja, Nick, kannst du dir das vorstellen? Ich war so in die Kleine verliebt. Und sie hat nur mit mir gespielt. Ich würde am liebsten heulen. Larry. Sind Sie sich da sicher? Verzeihung? Verzeihung? Ich glaube, sie hat sie sehr gemocht. Auf ihre Weise. Ach, Sie brauchen mich nicht zu bemitleiden. Ist schon in Ordnung. Oh, ich bemitleide Sie nicht. Wirklich. Stimmt's weit? Wollen Sie Ihrem Freund nicht etwas zeigen? Etwas, das beweist, das, was sie für ihn empfand? Was? Oh, ja klar. Wovon zum Teufel redet sie nur? Eigentlich muss es ja die Statue sein. Dass sie die behalten hat? Hilfe? Nimm das! Hier, bitte, Larry. Der Beweis, dass du für sie nicht bloß ein Trottel warst. Was? Wo hast du die Uhr her? Das ist die Uhr, die du für sie gemacht hast, Larry. Sie hatte sie dabei, als sie auf Reisen war. Wahrscheinlich brauchte sie bloß irgendeine Uhr, mehr nicht. Glaubst du wirklich? Das ist eine ziemlich schwere Uhr fürs Reisen. Ach, denk doch, was du willst. Hey, Nick. Ich bin froh, dass du mich verteidigt hast. Wirklich, das bin ich. Danke. Hoffentlich hat ihm das ein wenig geholfen. Right? Ich hoffe, Sie verstehen nun, wie wichtig Beweise sind. Und ich hoffe auch, dass Sie begreifen, dass sich die Dinge ändern, je nach Blickwinkel. Auch die Menschen. Wir werden niemals wirklich wissen, ob unsere Mandanten schuldig oder unschuldig sind. Alles, was wir tun können, ist ihnen zu glauben. Und um ihnen zu glauben zu können, müssen sie an sich selbst glauben. Right. Hören Sie zu. Lernen Sie. Werden Sie stark. Sie dürfen Ihren Glauben niemals verlieren. Niemals. Nun, ich glaube, wir sind hier fertig. Wollen wir? Ja, ich denke schon. Was halten Sie von einem Abendessen? Ich lade Sie ein. Ich habe das vorhin eigentlich nur als Scherz gesagt, aber okay, gut. Trinken wir einen auf Butts Unschuld. Ja! Oh, da wir gerade von Harry reden. Sie haben gesagt, dass Sie unter anderem seinetwegen Anwalt geworden sind. Ja, unter anderem. Darüber müssen Sie mir irgendwann mehr erzählen. Vielleicht bei einem Drink? Und so ging mein erster Fall zu Ende. Larry gab mir einen Klaps auf den Rücken. Mann, Nick, es ist schön, Freunde zu haben. Aber er wird mir nichts zahlen. Es sei denn, die Euphemia gilt als Bezahlung. Damals wusste ich es noch nicht. Aber diese Uhr sollte bald im Mittelpunkt eines anderen Vorfalls stehen. Und mein Versprechen, meiner Chefin mehr über mich und Larry zu erzählen, sollte ein Versprechen sein, das ich nicht halten konnte. Okay, gut. Stopp. Wandel der Schwestern.
Okay, gut, aber das ist dann ja quasi jetzt der perfekte Ort, um den Part zu beenden. Dann können wir Nick und Mia ein bisschen alleine lassen. Und ich habe Angst. Ich habe irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl, was Mia angeht, insbesondere nach diesem Endtext. Ich hoffe, dass sie nicht entführt wird oder sowas. Aber ich mache jetzt auch gerade noch ein Safe State. Okay, gut. Und damit sage ich an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das heutige Video ist zwar ein bisschen länger, 26 Minuten, aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde halt einfach nur versuchen, das möglichst immer auf ungefähr auf 20 bis 30 Minuten zu halten. Wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Ich mache das hier alles nur aus Spaß, ich mache das ja nicht komplett professionell. Und ich habe ja auch nebenbei noch andere Sachen, wie beispielsweise Schule. Genau, deswegen, ich achte drauf, dass ich möglichst, ich achte drauf, dass ich das halt möglichst wenigstens 2-3 Mal in der Woche hochladen kann hier, Phoenixwright. Und wenn nicht, dann ist es halt mal nicht so. Ich hoffe, dass ich diesmal die Lautstärke der, vom Spiel, richtig eingestellt habe. Ich habe es noch gar nicht testen können, und ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, bleibt gesund, schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das seht, wann auch immer ich das hochlade und ciao.